So, dann melde ich mich genau Mitternacht zurück zu der Wochenendsendung. Ich will jetzt hier nochmal die Setups bzw. einfach die auf die Aktien eingehen, die letzte Woche noch besprochen worden sind und schauen, ob da noch großes Kurspotenzial vorhanden ist. Und gleichzeitig eben auch die erste Tendenz, was die US-Futures machen, eben noch preisgeben. Aber deswegen fange ich eben erstmal mit den Aktien an. Kommen wir zu den Big Playern aus Amerika. Allen voran eine Facebook, die ja schon vorzeitig hier gekauft worden ist bei 96. Stoppkurs hat hier gehalten und aktuell steht man hier im Plus. Und nach so einer Kerze, ja, also die sehe ich jetzt definitiv sehr stark an und da müssten noch ein paar Kursgewinne eben ja bis 102 möglich sein, vielleicht auch bis 101 Euro Dollar. Zu Qualcomm war ja kein bestimmtes Setup, aber ein Big Player im Nasdaq-Index konnte sich hier halten. Schön, ist jedenfalls ein positives Zeichen, dass möglicherweise der Nasdaq eben auch noch nach oben will. Apple wurde ja vorgestellt mit Kauf. Limit oder auch oder nur mit dem Setup Unterstützungslimit, jedenfalls hier deutlich im Wochenchart auch eine monsterbullische Kerze und hier sollten eben auch Gewinne noch möglich sein. Die IBM-Aktie war einfach nur so noch dargestellt, wo ein Schwergewicht, wo die eben die Reise hingeht, oberhalb diesem Bereich oder halt in der Trendkanal noch war die Möglichkeit da, dass es hier direkt auf 150 gehen kann, aber nur grau, nicht unbedingt ein präferiertes Setup. Nachdem hier der Bruch der 130 dann der Aktie gelang, war eben ein Absinken auf 122 präferiert und eben auf Schlusskursbasis sollte dann es nicht unter 119 gehen. Und hier kann man auch nur sagen, er kann die Videos durchgehen, ich meine, das habe ich jetzt hier nicht nach. Im Nachgang eingemalt, aber halt ja, sag ich mal, wie lehrbuchhaft ist hier einfach der Kurs hier runtergegangen, gedreht und mal schauen, was sich daraus noch ergibt bei der IBM. Ist jetzt nicht unbedingt ganz präferiertes Setup, ich meine, so insgesamt präferiert, dass man jetzt hier wirklich long gehen kann bei so einem Titel, der ja schon seit 2013 eine Abwärtsbewegung ist, aber sag ich mal, wirklich wer antizyklisch und ganz langfristig unterwegs ist. Das ist sicherlich vielleicht eine gute Einstiegschance. Ja. Zu Microsoft, da lief es punktgenau an den EMA 200 im Tageschart zurück, hat schon weite Strecken hingelegt und hat noch gewisses Potenzial nach oben. Bei Amazon konnte man das Tief erwischen, das Kauflimit lag auch nur an einem Tag und beziehungsweise Schlusskurs sowieso nicht unter dem ersten Kauflimit, also lag man insgesamt mit der Position sofort im Plus und ja, steht jetzt hier bei 600 Dollar schon. Ja, arg viel, ja, vielleicht noch 10 Dollar, aber wie gesagt, nimmt man hier die beiden Kauflimits zusammen, kommt man auf einen Einstiegskurs von etwa 550. Hat man also 40 Dollar bzw. ja, 9% verdient. Bei der Google-Aktie, die ist schon am Freitag am EMA 38 angekommen und leicht abgeprallt. Also hier sehe ich eher begrenztes Kurspotenzial, wenn dann eben auch noch 15 Dollar rund. Bei den deutschen Werten, eben eine Continental, war hier zwischen 190 und 187 immer in den Videos erwähnt. Hier liegt man jetzt nicht besonders weit vorne. Bei Daimler bei circa 64 und aktuell 66. Ich meine, von den Tiefs braucht man nicht sprechen. Wer das erwischt hat, Glückwunsch.
bei der Bayer, da hat man ein Kauflimit bei 99,10 angegeben. Hier wurde wirklich auch fast das Tief erwischt und konnte man schon 6% zulegen. Ja, hier war noch, aber ich glaube, das war ja das gleiche Setup. Kommen wir noch zu einer Allianz und einer Münchner Rück, glaube ich, die habe ich auch noch da, ja. Okay, eine Allianz, die wollte ich letzte Woche eigentlich auch noch analysieren, habe es dann eben nicht gelassen, habe mir jetzt hier ein altes Chartbild rausgesucht, welches ich auch hier auf dem Godmode veröffentlicht habe. Zunächst einmal war hier der erste Abprall, lief dann exakt hier das Setup, exakt hier runter. Der zweite Abprall war dann nur grau markiert, dass er hier an dieser Begrenzungslinie nochmal abprallt. Kam eben dann nicht der Fall. Und wenn man jetzt hier die Limits einfach, beziehungsweise die Tiefs halt hochnimmt, nach dem Bruch dieser Linie war sinngemäß dann der EMA 200 drin und nach dem Bruch dieses Limits war halt hier die Unterstützung so angesehen. Ich habe das, wie gesagt, ich habe die Aktie selber nicht mehr weiterverfolgt, aber so sinngemäß war dann jeweils, hier gab es ja dann den bullischen Pullback wieder an den EMA 38 und von hier aus war ja schon frühzeitig, wie gesagt, wann kam die Analyse hier raus? Am 23.11., also so zurückdatiert. Also man kann auch schon für die Zukunft, dass die Margen verschieben sich leicht, aber im Endeffekt verhält sich so ein Chart dann doch wieder so, wie man es erwartet oder erwarten kann, teilweise, ja. Also jeweils hier die Kerzen oder die Pfade würden ja nicht geändert. Das war wirklich immer wieder so ein Up-Move gedacht nach dem Bruch. Und auch hier sind wir jetzt schon nahe dran. Wieder an dem EMA 200. Deswegen sieht man hier eher im DAX wahrscheinlich wirklich auch begrenztes Potenzial. Und das war ja die Allianz bei der Münchner Rück. Da habe ich jetzt, glaube ich, nichts groß irgendwo auch veröffentlicht. Das war nur für mich. Hier ein ihren Kaufzone ausgemacht und von dort aus eben nochmal Richtung dieser Aufwärtstrendlinie sollte der Kurs steigen. Und hier ist eben auch, der Kurs ist schon hat sich deutlich angenähert und dieses Band kann man auch jetzt sozusagen eine Live-Analyse noch machen. Ab dem Zeitpunkt, wo das hier darüber geht, ja, wäre für mich dann ein Kaufsignal. Also wäre im Bereich, gibt man noch ein bisschen Spielraum, also ab ca. 100, 180 ist definitiv hier ein Befreiungsschlag dann drin in den nächsten Wochen. Natürlich, wenn es jetzt hier erstmal, wenn sich der Wert jetzt hier noch länger sich in dem unteren Terrain, dann verschiebt sich halt der Wert natürlich nach oben. Aber gleichzeitig sinkt ja hier der Rainbow nach unten, also wird es sich das hier erstmal der Rainbow früheren Kaufsignal, was ich dann aber nicht als Kaufsignal ansehen würde, sondern es wäre ja nur im Prinzip sehr oft immer eine Clusteranalyse, verfolge ich ja. Also wenn zwei Widerstände, Unterstützungen zusammenlaufen, sind für mich das eher markante Sachen und eben auch dann trade-technisch gut und erfolgreich handelbar. Deswegen hier wäre es jetzt bei ca. 179 einen Alarm mal reinsetzen. Und dann schauen, wo die Aktie oder wann der Alarm dann ausgelöst wird. Gleichzeitig kann man natürlich hier nochmal eine Trendlinie zeichnen. Und dann sieht man auch noch hier, deswegen auch Spielraum und nochmal einen Hoch. Also 180 ist hier definitiv dann der Befreiungsschlag drin. Aber alles darunter könnte noch zu einem weiteren Tief führen. So, jetzt ist es ein bisschen länger geworden. Meine Stimme hat auch sogar noch gehalten. Jetzt schauen wir nur noch. Ich kann es nur per Live oder per Sprache wiedergeben. Ich habe jetzt hier die Charts nicht da von dem Index, von dem Nasdaq Future. Also wir sind leicht im Plus. Auch der Dow Jones Future und der Nikkei Future hat sogar auch noch bislang ein bisschen zulegen können. Ab 1 Uhr werden dann auch die Nikkei oder dann wachen auch die Asiaten auf und dann ist der Nikkei-Index mehr oder der Future-Handel mehr
aussagekräftiger als jetzt noch in der Stunde bis 1 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis Montag.